Also, ich würde sagen, wir schauen uns als erstes an. Seven vs. Wild crashed. Der offizielle Trailer zu Staffel 4. Ich würde sagen, wir ziehen es erstmal den Trailer rein und dann gehen wir nochmal durch. Erstmal wirken lassen. Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugabsturzes erschaffen. Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Es ist kalt, es ist sehr kalt. Und wir haben sehr, sehr wenig. Der härteste Seven vs. Wild. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung wird gerade leicht künstlich am Leben erhalten. Die Gruppendynamik, ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ich spreche es lieber offen an, als dass es sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting. Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Hugo! So, irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mir sorgen gerade, der Junge. Ich bin komplett ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Das ist Survival, sag ich mal. Ich kann nicht auch nicht mehr. Wir haben wirklich das schlimmste Seven vs. Wild von allen Staffeln. Nass, gefroren, -12 Grad. Ich will das schaffen, aber jede Nacht frage ich mich, wie. Diese Kälte darf uns nicht brechen. Einfach zu Ende sehen. Wow! Okay. Seven vs. Wild, ich bin da! Ich war nie weg, Junge! 1, 2, 3. Okay, das ist der Trailer. Sehr cool, sehr lang und auch sehr ruhige Szenen. Finde ich wirklich gut. Jetzt gehen wir da mal rein. Jetzt bin ich gespannt, da werden wahrscheinlich einige Pausen kommen. Man muss dazu sagen, den Trailer, ihr fragt gerade, habt ihr den Trailer bei Joe of the Party auch gesehen oder gleich die erste Folge? Wir haben die erste Folge gesehen und ich meine dann eine Art verkürzten Trailer. Nee, den Start zur zweiten Folge, aber nur diese Anfangssequenz. Also den Trailer haben wir nicht gesehen, aber die komplette erste Folge. Und also ich kann sagen, es wird wirklich ein Brett. Seven vs. Wild, ich finde es cool, ein ganz anderer Spielmodi. Ich finde auch, Fritz macht da einen sehr, sehr guten Eindruck, dass ihm wieder richtig Spaß macht, die ganze Nummer. Das war ja in der letzten Staffel gefühlt nicht so, fand ich persönlich. Weil das auch so, viele haben mich immer gefragt, ja, Staffel 3 ist doch blöd und so weiter. Ich sage, nee, ich fand Staffel 3 das Konzept super, aber ich glaube, das wurde allen so ein bisschen madig gemacht. Kennt ihr es ja selber, wenn man sagt, ja, ey, super Restaurant, aber die brauchen ewig lang, bis das Essen kommt. Und du musst immer nach dem Toilettenschlüssel fragen und Nachtisch kommt nicht irgendwo. Also ich finde, bei Staffel 3 haben viele Teilnehmer in derselbe Horn geblasen. Scheiß Orga, scheiß dies, scheiß das. Und dann hat das, glaube ich, dem Zuschauer nicht mehr so viel Lust gemacht. Und jetzt finde ich, das sagt mir mein Bauchgefühl, anders. Ich glaube, Fritz ist ganz cool und glücklich damit, dass er in der Planer Orga aufgehängt ist und nicht nochmal mitmachen muss, in Anführungsstrichen. Aber wir schauen uns ein anderes Video über seine Rolle auch nachher nochmal an. Aber wie gesagt, Trailer, gehen wir erstmal genau rein. Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugabsturzes. Ist ja auch wild, ne? Ich meine, wir haben, das muss man schon sagen, in der ersten Folge einiges von diesem Flugzeug da gesehen. Ein schöner, ich glaube, irgendein alter Flieger. Sehr cooler irgendwie alter Flieger. Ich hoffe, das kommt auch noch, wie das Ding dahin transportiert worden ist und. Also, wild. So, hier sehen wir und ich kann leider nichts vorwegnehmen, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Gehört sich nicht, aber wir sehen Winterlandschaft, kalt gefroren. Und ich weiß, mir sind Dinge schon in der ersten Folge aufgekommen, wo ich gesagt habe, okay, muss ich auf jeden Fall reingehen, wenn sie dann rauskommt. Das dauert ja noch ein bisschen. Aber ihr seht ja zum Beispiel hier, so, wir haben Südhang, Nordhang, grob. Temperatur ist natürlich lufttechnisch fast überall dieselbe. Ihr kennt es ja selber im Winter oder jetzt im Herbst oder sowas oder im Frühling. Sobald die Sonne rauskommt, ist das warm. Und wo würdet ihr lieber euer Lager aufschlagen? Hier irgendwo, wo früh die Sonne kommt, hinkommt und sehr lange hinkommt oder auf der schattigen Seite. Also es ist ja gefühlt wie 2 Jahreszeiten. Hier bist du noch im Spätherbst und hier bist du schon im Winter. Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel.
Wir haben wunderschön. Jetzt. Wunderschön. An Neuseeland, ich hätte fast mal ein Work and Travel da gemacht. Bei mir war es so, während der Schulzeit habe ich es einfach nie hingekriegt, mal so einen Schulaustausch, da war damals so mit Frankreich, auf Frankreich hatte ich keine Lust. Und Neuseeland habe ich tatsächlich dann so ein Work and Travel Visa beantragt, das konnte man bis zum 30. Lebensjahr machen. Dann kam wieder was dazwischen, eine Idee. Hätte ich aber gerne gemacht, Neuseeland reizt mich sehr. Also ich finde es cool, dass sie da unten sind. Und doch mal bei härterem Wetter. Spätherbst, fast Winter hier. Boah, guckt euch das an. Also, ich meine, das zeugt auch von einer unfassbar hohen Luftfeuchtigkeit. Ihr kennt das, also ich meine, wann, das lag ja nicht im Wasser. Das schlägt ja nur so Eiskristalle aus, wenn es wirklich durch eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit da die Umgebung ist und dann noch gefriert. Es ist kalt, es ist sehr kalt. Richtig kalt. Und wir haben sehr... So, hier sehen wir mal Teile vom Flugzeug. Ich bin ja mal gespannt, die Klamottenwahl der Teilnehmer. Ich glaube, die Teilnehmer konnten sich ja selber wählen, was sie mitnehmen. Und wussten aber, glaube ich, wohl nicht ganz genau, wie kalt es da wird. Und ich habe mit Sandra tatsächlich letzte Woche ein kleines Event gehabt. Und wir sehen jetzt zum Beispiel bei ihr, guck mal, das ist ja keine dicke Outdoor-Hose. Das ist echt eine dünne Hose. Und bei Joey zum Beispiel, weiß ich, sehen wir, und das verstehe ich bis heute nicht. Ich verstehe bis heute nicht, dass Leute mit einer Cap rausgehen. Also hier, Wollmütze, richtig. Aber wir sehen immer wieder Leute, die in Formate reingehen, selbst wenn es draußen halbwegs warm sein sollte, ich habe immer eine Wollmütze dabei. Ihr kennt das selber. Ein bisschen Urlaub auf Malle, 20 Grad abends oder ein bisschen kühler und eine Wollmütze, bupp, ändert einfach so viel. So, dann haben wir hier Rettungswesten, sind da links, ein Verbandkasten liegt da draußen, Schlafsäcke, verschiedene Schlafsäcke sehen wir. Irgendwie was in Rot, was in Grün eingepackt, hier irgendwie wie so ein Rettungsschlafsack hier. Hier zum Beispiel mit Cap. Cap und kaltes Wetter, ich verstehe es einfach nicht. Sehr, sehr wenig. Der härteste. Joey, es tut mir leid, eine Cap. Aber ich weiß, dass Joey noch andere Sachen mit hatte. Aber wisst ihr, was ich meine? Kalt und dann Kappe. Das passt irgendwie nicht. The Seven vs. Wild. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung wird gerade leicht. So, hier ein Beil. Wildes Beil irgendwie, ja? Zum Holzspalten. Hin hängt irgendwie eine Tüte am Flugzeug dran. Oh, hier richtig Holz aufgespalten. Brennholz ohne Ende. Totholz scheint es anscheinend genug zu geben. Aber hier sehen wir auch... Zum Beispiel, alle Mann im Schatten. Du willst nicht oben drauf gehen, musst zu weit zum Wasser laufen, das ist auch schon klar. Aber so eine Platzwahl ist irgendwie doch schon sehr, sehr, sehr wichtig. Künstlich am Leben erhalten. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. So, Gruppendynamik kippt ein bisschen. Und das war so das Erste, was ich mir gedacht habe. Okay, alle sind in einer Gruppe unterwegs. Und da gibt es ein paar Alpha-Männchen-Typen dabei. Und das ist für mich Joe Vogel, Stefan, Joey Kelly und Uwe. Uwe fällt aber so ein bisschen raus, weil er nicht in diesem Survival-Outdoor-Bushcraft-Bubble drin ist. Also ich glaube, der kann sich super, sagt, okay, cool, ich habe von anderen Sachen super viel Ahnung, von der Sache jetzt hier weniger. Und also mir ist eigentlich schon klar, dass das da funkt. Ich spreche es lieber offen an, als dass es sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Ganz offen gesagt, super, super übles Setting, wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Ah, es gibt zum Glück schön, schön Frischwasser. Hugo! So, irgendwas stimmt da nicht. Da muss man sorgen, warte, Junge. Frischwasser ist die Frage, ob da natürlich Fische drin sind. So flach wie das Wasser oder so wenig Wasser. Man weiß nicht, wie es im kompletten Winter dort aussieht. Bei uns in Gebirgsbächen hat man ja ganz oft noch, Forellen, Eschen und sowas drin, Saiblinge. Ob da was drin ist, bin ich gespannt. Ah, ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Das ist Survival, sag ich mal. War da gerade eine Futterdose? Was war denn da? Da muss man sorgen, warte, Junge. Ich bin komplett Ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Das ist Survival. So, was ist denn das hier? Sieht aus wie eine Konservenbüchse mit irgendwelchen Nährwerttabellen hinten drauf. Ja, ihr schreibt Katzenfutter, ja. Ob Gruppe klarkommen würde, ja. Man hängt halt aufeinander. Das birgt Konfliktpotenzial. Also irgendwie, mit manchen kann man gut, mit anderen nicht so gut. Und wenn man weiß, man muss so und so lange Zeit miteinander verbringen. Ich kann nicht auch nicht mehr. Da ist immer schön ein bisschen Sonne. Sonne ist halt, wenn es kalt ist, das A und O, ne? Sand schneit oder regnet. So, Stück Rotwild. Neuseeland ist tatsächlich der Hauptlieferant für Wildfleisch. Schafe und Wild, also fast alles Rotwild, was ihr irgendwo seht. Rotwild ist Hirsch. Was ihr bei uns im Supermarkt seht, schaut mal hinten drauf. Wenn es mal da sein sollte, so kurz vor Weihnachten, steht da meist Herkunftsland Neuseeland. Neuseeland, nicht wirklich gefährliche Tiere und halt ganz, ganz, ganz viel Wild dort. Ja.
eben schon gefragt, wer das ist. Guck mal im Fernglas, man sieht das Feuer mit der Kuhle. Das ist Fritz. So, also wir sehen Fritz, der sich anscheinend ranschleicht an die Gruppe. Ja, Elche sind schon gefährlich, schreibt ihr, aber Elche gibt's da nicht. Der Elch ist eher alles, was Richtung Norden ist. Elche gab es auch früher mal in Deutschland tatsächlich. Aber Rotwild ist nicht wirklich gefährlich. Ja, Brunft und ein ausgewachsener Rothirsch könnte es tun, aber ist nicht wirklich, nicht bei so vielen Menschen, kommen die nicht dran, ja. Also Fritz scheint sich anzuschleichen an die Gruppe und die zu beobachten im Fernglas. Was wird hier gemacht? Alter, sieht das gruselig aus. So, da haben wir was ist das, eine Plane von irgendwas? Als Unterlage, Handschuhe, irgendein Drink, hier die Konservenbüchse. Campsite Kids, so ein Kinderschlafsack. Irgendwer, der mit fetter Stirnlampe am Schlafen ist. Ja, okay. Wir haben wirklich das schlimmste Seven vs. Wild von allen. Okay, die Tragflächen so als Schutz gebaut. Staffeln. Da bin ich gespannt. Also wir wissen ja, dass Stefan der Profi ist, was hier Feuerbohren angeht. Also wundere ich ihn sehr für. Ich hab's mal gemacht, ich hab's auch angekriegt, aber hab Stunden probiert. Kann man nicht anders sagen, ich hab Stunden probiert. Das ist, wenn da das Holz und alles nicht passt. Also wenn er das damit anbekommt, fände ich klasse. Und das sieht schon mal da sehr, sehr gut aus. Frage ist halt Luftfeuchtigkeit, wenn die wirklich so hoch ist und wir sehen es ja überall, den Raureif dran, das Gefrorene. Das ist feuchtes Holz. Das ist super, super, super schwer. Ne? Schön zu wissen, dass man Fritz öfter sieht. Macht quasi bestimmt den Sebo sozusagen. Ja, das wirkt für mich auch so. Gefroren, minus 12 Grad. Sieht echt gut aus. Ich will das schaffen. Ach, guck mal hier, da haben sie das Flugzeug irgendwie rumgebaut. Am Hintergrund irgendwelche Büsche, eine Rettungsfolie dazwischen, Rettungsdecke. Also quasi als Behausung genutzt, den Flieger. Gegen Wind natürlich super geschützt. Aber jede Nacht frage ich mich, wie... Diese Kälte. So, da hat sogar eine Gummistiefel hier vorne hingestellt. Wenn das richtig dick, wärms gefütterte Gummistiefel sind. Viel gehen tun ja, ist ja, Seven vs. Wild ist ja immer recht stationär. Also kann man da auch ruhig, die sehen aber nicht so dick gefüttert aus, ne? So richtige Ansitzstiefel bräuchte man dafür. Stiefel ist gar nicht so schlecht an die Wahl. Joey, hier ist das Beispiel, was ich eben gesagt habe, ne? Sandra echt mit einer dünnen Hose und guckt euch mal in Joey an, wie dick der angezogen ist, ne? Hier ist mal so... Stein, eine Feuerstelle. Also sieht für mich so aus, als würden sie, zumindest mal jetzt in den Aufnahmen, am Flugzeug alle verbleiben und da sozusagen ihr Camp draus bauen. Ah ja, hier sehen wir wieder im Hintergrund die Rettungsdecke, wo das alles irgendwie dicht gemacht worden ist. Uns nicht brechen. Einfach zu Ende sehen. Camp vs. Wild, ich bin da! Ich war nie weg, Junge! Eins, zwei, drei. Boah, ist das Feuer. Das habe ich eben schon gedacht. Was ist das ein Feuer da, oder? Bei Seven vs. Wild hier. Am Flugzeug. Oh, nachts mit der Drohne geflogen. Muss ja nachts sein mit der Drohne geflogen. Jawohl. So, das habe ich eben auch schon. Das sieht aus, als würde das komplette Flugzeug hier brennen. Innen aus Stadt. Ach, Feuer zu machen. Oh. Ich glaube, es wird sehr, 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 sehr spannend. Also, erste Folge hat mich abgeholt. Ist wirklich cool. Am 1.10., das ist ja schon bald, erstmal auf Prime Video und Freevee. Ich weiß gar nicht, ab wann auf YouTube, kommt das auch noch? Nee, leider nicht. Also leider kommt nicht, wann es auf YouTube ist. Ich find's, das wird schon brutal, ey. Erster Kommentar hier, Fritz als Spanner bei dieser Staffel. Knossi hat am Flieger seine Zigarette angezündet, ja. So, also, lass auch gern bei Seven vs. Wild natürlich, habt ihr wahrscheinlich eher schon das Abo da. Also ich kann sagen, ich freue mich sehr drauf. Und die zum Beispiel jetzt auch manchmal schreiben, Desert Warrior, ja, viel besser als Seven vs. Wild und dies. Es geht gar nicht um besser, es sind verschiedene Arten von Konzepten. Und ich finde, alles hat Vorteile, Nachteile. Bei dem einen ist das vielleicht cooler, bei dem anderen das. Eins kann man sagen, die sind halt mit einem Team von 50 Mann dran, wurde gesagt bei der Party. Und ich finde, das merkt man auch. Es ist einfach krank gut produziert und gemacht. Also es ist einfach wirklich... Boah, ja.